In Aarhus oder Aarhus, wie ich mir sagen lassen habe, haben wir ein Airbnb gemietet mit einer Hängematte, einem schönen Garten, wo man auch richtig schön draußen sitzen konnte. Da gab es sehr viele Apfelbäume. Es gab aber auch ein Klavier im Haus, das wir ein bisschen bespielen durften. Und den tollen Toaster, den ja man in Dänemark immer findet. Der hat uns gute Dienste zum Frühstück geleistet. In der Küche gab es auch Mumintassen, die ich so gerne mag. Und es gab sogar eine Hauskatze, mit der wir uns in den 6 Tagen, die wir dort verbracht haben, angefreundet haben. Wir haben uns in Aarhus auch verschiedene Sachen angeguckt, zum Beispiel die unendliche Brücke, die genau genommen einfach nur eine runde Brücke sozusagen ist, die in die Ostsee reinläuft und dann wieder rausläuft, die keinerlei Geländer aufweist, aber da ist das Meer nicht tief, das Wasser ist schön warm meines Erachtens und man konnte da wunderbar mit Kind unterwegs sein, ohne dass man Angst hatte, dass irgendwas passiert. Es war auch wirklich richtig, richtig schönes Wetter durchgängig, während wir da waren. Das Meer war richtig schön. Ich muss sagen, ich liebe die Ostsee. Ich bin ja auch an der Ostsee geboren. Von der unendlichen Brücke, die findet man, wenn man nach ihr sucht, sieht man auch den Hafen von Aarhus und kann sich so ein bisschen die Stadt drumherum angucken. Es gibt auf dem Weg vom Parkplatz zur unendlichen Brücke auch einen kleinen Wasserfall. Dann waren wir in Aarhus auch im Kunstmuseum. Der wahrscheinlich die weltbekannte Regenbogenbrücke auf dem Dach aufweist. Das ist auch keine Brücke, sondern eher ein Flur mit regenbogenfarbenem Glas, wo man komplett durchlaufen kann. Von oben und aus den verschiedenen Fenstern des Kunstmuseums sieht man auch Aarhus oder die Stadt sehr gut. Im Prinzip kann man rundum schauen. Auf diese Regenbogen-Panoramabrücke kommt man aus der 10. oder der 9. Etage. Auf jeden Fall kann man mit dem Aufzug oder zu Fuß hochlaufen im Kunstmuseum und da richtig schön durchlaufen. Das Interessante ist, wenn man in diesem Flur sich befindet und rausguckt, dann sieht man die Welt in unterschiedlichen Farben, unabhängig davon, wie die Welt in echt draußen aussieht. Und das ist ein etwas surreales Erlebnis, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Man kann da schon gute halbe Stunde oder eine Stunde verbringen und einfach nur von einer Farbstimmung in eine andere Farbstimmung wechseln. Und das macht einfach Spaß. Das haben wir auch gemacht. Wir sind zwei oder dreimal diese Brücke abgelaufen und einfach nur nach außen auf die Stadt geschaut. Und so ein bisschen diese Farbstimmung miterlebt. Und wie man sieht, war es nicht überlaufen oder sowas. Es war angenehm, es war nicht zu viel los. Aarhus von oben ist eine hübsche Stadt. Ich würde sagen, eine typisch dänisch-skandinavische Stadt. So kenne ich die Gebäude auch aus Estland, wo ich herkomme. Ja, man konnte da auf jeden Fall schön Zeit verbringen. Wie man sieht, haben wir auch recht viel aufgenommen, weil man halt langsam, also ich bin langsam durchgelaufen und die Farben auf mich wirken lassen. Es war ein schöner, sonniger Tag, aber je nachdem, hinter welcher Farbe man sich versteckte, sah man die Welt eben entweder ein bisschen dunkler oder heller oder sonnig oder wölkig. Hier eine kleine Vergrößerung auf den Hafen und die Altstadt und hier nochmal von außen, wie diese Brücke so aussieht. Es gibt natürlich im Kunstmuseum auch einige oder sehr viele verschiedene andere Ausstellungsobjekte. Mir hat die moderne Malerei gefallen. Und das sind die Skulpturen von Mück. Sie sind riesig, man sieht die Menschen, die dahinter sind. Und das Erstaunliche an diesen Skulpturen ist ihre Detailgenauigkeit und wie man auch auf den Fotos oder Videos sehen kann,
wirken die Skulpturen irgendwie echt. Dann waren wir beim Street Food in Aarhus. Das ist eine riesige Markthalle, die umfunktioniert wurde als eine, ja, als eine Halle, in der man essen kann. Es werden, soweit ich das verstanden habe, werden da oder sind da verschiedene Essensstände aufgebaut, die auch zwischendurch mal durchwechseln. Und die Gerichte oder die Küche, die da angeboten wird in diesen Ständen, kommt aus aller Welt, ja, aus ganz unterschiedlichen Ecken der Welt. Man kann da thailändisch, äthiopisch, wahrscheinlich auch deutsch, dänisch, französisch essen und so weiter. Und dann waren wir zwischendurch noch in Skagen. Das ist der nördlichste Punkt in Dänemark, wo die Nordsee und die Ostsee zusammenkommen. Rechts war die Ostsee, links war die Nordsee. Das versuche ich hier in die Bilder zu fassen und euch zu zeigen, wie besonders diese Stelle war. Ich bin natürlich in beide Meere reingelaufen. Das ist die Ostsee. Dann bin ich rübergelaufen zur Nordsee und habe meine Füße auch in die Nordsee gehalten. Das versuche ich hier in den Bildern mitzunehmen. Und das war, also wir hatten auch hier enormes Glück beim Wetter. Es war so um die 24 Grad. Ich fand das Wasser in beiden Meeren für mich ausreichend warm, um in der Ostsee zum Beispiel baden zu gehen. Das habe ich dann auch getan. Und das ist die Stelle oder das ist quasi der Zipfel, wo die beiden Meere zusammenkommen. Ich bin oder wir sind da reingelaufen und da sieht man, dass die kleinen, mini kleinen Wellen im Prinzip aufeinander steuern. Das ist die Stelle, wo die Ostsee und die Nordsee zusammenkommen. Wenn man dort steht oder wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, von oben Aufnahmen zu machen, die ich natürlich nicht hatte, sieht man tatsächlich, wo die Grenze verläuft. Natürlich ist das eine relativ verschwommene Grenze. Unten sieht man sie nicht. Man sieht nur, dass die Wellen aufeinandertreffen. Aber wenn man nicht wüsste, dass da beide Meere zusammenkommen, würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt denken, dass das der Fall ist. Hier sieht man es auch ein bisschen. Wenn man sich aber vor Ort befindet und das weiß, das, was da passiert, dann ist das ein besonderes Gefühl. Man kann in der Nähe auch parken.